Hallo und damit herzlich willkommen zu einer Leaky-Folge. Hier bei uns auf dem Kanal sofort und gleich. Ja, mir ist was aufgefallen und da war ich doch ziemlich überrascht, muss ich sagen. Weil ich hatte von dem hier, von dem Arachni-Skin bereits vor ein paar Tagen Bilder gesehen. Von dem hier. Ja? Und dann kommt das Ding in den Shop. Und dann denke ich so, what? Wie jetzt? Ja, und dann habe ich mir gedacht, warte mal, jetzt muss ich da nochmal gucken. Wo kam das denn jetzt nochmal her? Und da habe ich jetzt nochmal nachgeschaut. Und da bin ich jetzt auf. Also ich kann euch natürlich nicht versichern, dass diese Skins reinkommen. Das stand aber auch bei dem anderen Skin da. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass die Dinger tatsächlich dann im Shop in nächster Zeit erscheinen. So wie diese Arachni. Dann schauen wir uns doch mal an, was uns da wahrscheinlich. Also ich sage nicht, dass das kommt. Ich sage, dass es wahrscheinlich kommen wird. Was uns da wohl alles erwarten wird, ja. Gucken wir mal hier rein, was ich da so alles gefunden habe. Bin ich mal gespannt. So, da haben wir hier einmal diesen Guan Yu. Ja, so sieht er aus. Gucken wir uns mal das Bild an. So sieht er aus. Der Guan Yu. Okay, dann gehen wir mal rüber zum nächsten. Das ist der Divine Dragon, ein Gleiter. Also, das Ding sieht auch mega fett aus. Ich muss das hier mal jetzt irgendwie ein Stück weit runterziehen, vermute ich. Wo bin ich jetzt hier gerade drin? Im Falschen. So. Immer noch im Falschen, ne? So. Krieg es jetzt runtergezogen, das Ding. So wie es aussieht, habe ich echt ein bisschen Probleme gerade. Muss das mal nach oben machen. Ja, komm schon. Komm schon. So. Jetzt sollte es eigentlich gehen. Geht immer noch nicht. So, jetzt mal. Ziehen wir das Ding mal ein bisschen runter und dann machen wir das mal so ein bisschen hoch, dass man das besser sehen kann. Ne? Sonst macht das ja keinen Sinn. So, also das Ding sieht so aus, ne? Ja. Cool. Stelle ich mir echt ziemlich nice vor. Dann haben wir als nächstes hier das Loyal Shield. Und ja, ist halt ein Schild. Weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Ah, ist ganz okay. Dann haben wir hier eine Picke. Das ist die Guandao Picke. Die können wir uns mal ein bisschen näher betrachten. So sieht die aus mit so einem Drachen da. Ist eigentlich ganz cool. Ja. Als nächstes hätten wir hier den Headbanger. Da wird es dann wohl einen Headbanger geben. Das ist bestimmt auch dann cool. Das ist jetzt allerdings wieder etwas, wo ich mir denke, oh mein Gott, das werden wieder diese ganzen Pink Bunny Leute werden das lieben, das Ding, das der Onesi Skin. Schauen wir uns den mal an, wie der so schrecklich, oder? Schrecklich! Na gut, ihr seht es jetzt hier nicht so richtig. Ich müsste den noch mal ein Stück weit runterziehen hier. So, warte mal. Gerade mal. Ziehen wir den mal ein Stück weit
runter und machen den noch mal ein bisschen größer. So sieht das Ding aus. So. Das ist der Onesie-Skin. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch der gefallen würde. Also ich finde den jetzt schon schrecklich. Aber ich weiß es. Aber gut. Lassen wir uns mal überraschen. Onesie-Skin. Dann haben wir hier so ein Ding. Naja, was soll ich dazu sagen? Das ist hier Bullseye. Und das hier ist dann der Bullseye-Skin. Na, so sieht er dann aus. Ja, dann kommen noch ein paar Gleiter hier. Das ist der Helium-Gleiter. Das sind halt solche Standardgleiter, die ich persönlich dann nicht ganz so toll finde. Ne? Helium-Gleiter. So würde der dann in groß aussehen. Ah, ist jetzt nicht so der Oberbringer, finde ich persönlich. Ich mag ja diese Standardgleiter nicht so. Ich finde, sollen sich ein bisschen mehr einfallen lassen. Dann hätten wir hier den Rush. Ist der Rush? Genau. So. Dann hätten wir noch mal so einen Standardgleiter, der Steadfast. Und dann gibt es wohl noch einen neuen Emote. Das ist dann wohl der Storm Salutation Emote. Da bin ich mal gespannt, wie das Ding dann abgehen wird, was da passiert. Ja, also schreibt mal rein, auf was ihr euch da am meisten freuen würdet von diesen Sachen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News oder eben hier solche Leaks oder halt Fortnite Action mit dem und so fort. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.